Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So. Ja, ich denke, ich würde lügen, wenn ich nicht nervös wäre. Aber ich glaube, wenn man nicht nervös ist, dann sollte man dieses Geschäft auch nicht machen, weil dann ist das Leben, da ist kein Leben mehr drin. Und deswegen ist es, denke ich, normal, dass man auch hier nervös ist und aufgeregt ist. Und, aber das bin ich seit 23 Jahren, seit ich LR mache. Ohne das geht es eigentlich nicht. Ich habe nicht viel Zeit und deswegen habe ich mir auch ein paar Sachen notiert, um auch auf den Punkt zu kommen. Bevor ich da reingehe, natürlich auch heute bei meiner Ehrung zum Fünf-Sterne-Präsidenten werde ich wieder ehrlich sein und werde mich nicht verstellen. Das ist mein Merkmal und solange ich atme und beerdigt werde, werde ich das auch machen. Also kein Mensch der Welt wird mich bremsen, meinen Mund aufzumachen. Und es ist für mich der größte Tag. Aber es gibt zwei Ilhan Dogans hier. Der eine Ilhan Dogan, der total happy ist, dass er es geschafft hat für sich und vor allen Dingen für meine Orga, weil jeder muss ein Vorbild sein. Und ich bin und werde und versuche natürlich immer wieder ein Vorbild für meine Orga zu sein und gebe natürlich auch alles dafür. Und für mich war es Pflicht, das, was ich anfange, zu Ende zu bringen. Und zwar den 5 Sterne und wenn es 7 wären, dann wären es 7 Sterne. Und wenn es 100 wären, wären es 100 Sterne. Aber es sind halt 5 Sterne und für mich war klar, das mache ich für meine Orga, weil man darf nicht reden. Wenn wir sagen, wir sind die beste Orga der Welt, dann muss man es machen und nicht blöd schwätzen. Ja? Und also der nächste Punkt ist, da gehe ich aber ganz kurz rein, ist, ich bin maßlos enttäuscht, was ich die letzten 4 Jahre an Undankbarkeit, an Neid, an Missgunst über meine Person erfahren musste. Und das hat mich aber noch mehr stark gemacht. Ich bedanke mich bei diesen Leuten, die gemeint haben, die müssen immer über Ilhan Dogan sprechen, durch die Blume, direkt, indirekt und so weiter. Nur ich habe alles mitbekommen, weil ich habe auch loyale Berater, die es mir mitgeteilt haben. Und das hat mich so stark gemacht zu sagen, okay, zu mir, zu meinem Team, Mund halten, noch mehr arbeiten und das ist die beste Antwort dafür, weil mit blöd schwätzen und über Leute lästern ist keiner erfolgreich geworden. Keiner und das schafft man auch nicht. Und auch ich war lange still und wie gesagt, das verfolge ich seit 2009 mit und ich möchte das wirklich ganz kurz. Ich werde mir nie etwas mehr gefallen lassen, wenn Leute meinen Namen, meine Existenz, mein Werk, mein Baby zerstören möchten. Ich habe das dem Jürgen Liebig vorgemacht, ich habe das dem Spicker vorgemacht. LR ist unsere Familie, ist unser Baby und dafür kämpfe ich, das habe ich auch gemacht. Aber sollte jemand noch irgendwann meine Person ansatzmäßig wirklich in Frage stellen, dann soll er zu mir kommen, aber es nicht durch die Blume machen, indirekt, dann werde ich mich radikal wehren, das wird er auch spüren. Das war so mein Satz, wofür ich 3-4 Jahre gesammelt habe, aber das machst du erst dann, habe ich gesagt, wenn du ganz oben bist, dann lässt du es raus und deswegen 99,9% sind die loyalsten, ehrlichsten Berater, die es gibt, aber es gibt ein paar Typen, die meinen wirklich, Erfolg ist mit wie ein Waschweib reden, lästern, oder undankbar sein, vergesslich sein. Teamworking ist für mich ganz was anderes. Ja, ich war beim Militär, ich habe Fußball gespielt und ich weiß, Teamworking schreibe ich ganz anders. Ja, gerade in schlechten Zeiten, das schreibe ich ganz anders. Und ein Team, ja, dieses Wort, I love my company, we are LR.
Das ist einfach, wenn der Bonus stimmt, der Erfolg stimmt, die Sonne scheint, alles ist gut. Aber richtiges Team erkennt man in Scheißzeiten, in schlechten Zeiten. Dann erkennt man, steht man hinter seiner Firma, steht man hinter seinem Partner, steht man hinter seinem Top-Orga-Leiter. Das merkt man dann und ich habe es zum Teil vermisst. Und das habe ich mir ganz tief eingetragen. Ich werde verzeihen, aber nie vergessen. Verzeihen tue ich, aber nie vergessen. So, und jetzt komme ich zu den Punkten auf dem Weg zum Erfolg. Ich wollte mal einfach so ein paar Punkte rübergeben. Wie habe ich meinen Erfolg aufgebaut? Die Leute reden immer, wissen Sie, natürlich 99, viele Menschen wissen, das hat er sich aufgebaut. Ich habe aber mal so vorhin notiert, ich sage, das schreibe ich jetzt mal auf. Schauen Sie mal, seit ich LR mache, ich bin schon mal auf die Welt gekommen mit einem Minus als Türke. Ja, in Deutschland, wenn du dann loslegst, dann fängst du nicht mit Plus an. Ja, das heißt, wenn du im Ghetto wohnst, dann hast du nicht Plus, dann hast du Minus. Ja, sogar, also nicht Null, sondern Minus. So, damit bin ich schon mal gestartet ins Match. So, und dann, ist egal, und dann machst du, tust du und so weiter. Aber ich springe jetzt weiter in die LR-Familie. Irgendwann habe ich LR kennengelernt und da wurde mir Folgendes immer vor. Einmal, ich rede nicht über die Sachen, das haben sie alle. Parfüm, Charlie, Schneeballsystem, wo Leute über uns reden. Ich meine so, Dogan ist knallhart. Ich bin knallhart zu mir. Aber zu meinen Partnern bin ich ehrlich. Ich bin ehrlich zu denen. Wenn jemand sagt, ich möchte erfolgreich, wissen Sie, LR bezahlt mich für Erfolg. Und ich mache Network Marketing für Erfolg und nicht, dass mich alle lieben. Wenn ich irgendwann Kinder habe, Familie habe, dann muss meine Frau, meine Kinder, die müssen mich lieben. Ja? Die LR-Partner müssen erfolgreich werden, die müssen glücklich werden. Und es gibt keinen Menschen auf der Welt, nicht mal Gott, wo 100% alle lieben und vertrauen. So, und ich werde das auch nicht schaffen, wenn ich mich verstelle, wie sie es wollen. Ja, ich kann meinen Weg gehen, ich kann immer eins machen, dass sie erfolgreich werden. Ich habe nie mit Taschenrechner betreut. Niemals. Ich habe nach Qualität betreut. Nach Qualität, nach Talent. Und wenn ich von jemandem das Gefühl hatte, er kann ein Großer werden, dann habe ich das ihm auch gesagt. Oder er hat noch nicht mal gewusst, dass er ein ganz Großer werden kann. Dann habe ich ihm das rübergebracht. Und fragen Sie heute einen Franz Beckenbauer, fragen Sie, was weiß ich, überall in jedem Sektor erfolgreiche Menschen, die haben auch eine harte Ader. Wenn man erfolgreich werden möchte, unser Geschäft heißt Network, nicht Netgame, Netshow, Netblabla, Network, knallharte Arbeit. Oder bin ich im falschen Film? Machen wir nicht Network Marketing? Und das habe ich halt gemacht. Ich habe die Menschen betreut, auch wenn ich wenige, ich weiß noch, in Zeiten habe ich 8 Millionen PW gemacht und 35.000 Euro gehabt, weil da habe ich 5 Platin-Orgeleiter nachgezogen. Ich habe nicht mit Taschenrechner gearbeitet. Ich bin sogar emotional so tief berührt, wenn meine Leute erfolgreich werden. Das LR muss dafür sorgen, dass ich gut verdiene. Aber ich kann nicht Menschen bremsen, nur weil ich vielleicht weniger verdiene. Und das ist der Beweis, warum wir die meisten Platins haben, warum wir die meisten Jahresbonusempfänger haben, weil ich Menschen wirklich einfach betreut habe, dass sie es nach ganz oben schaffen. Was war ich noch? Ich habe keine Ahnung, hat man mir immer gesagt, Computer, der Dogan ist Volltrottel, ja, der hat überhaupt keine Ahnung vom PC, vom Computer. Ja und, muss ich das haben? Das können doch andere Leute machen, doch nicht. Hä? Und die Leute, verstehen Sie, die mich begleitet haben, ja, und die Leute, die am Tag 3-mal Datenfernübertragung gemacht haben, immer nur geguckt. Ich habe draußen gearbeitet und hat man gesagt, der Dogan spinnt. Ja, der Dogan kann nur werben. Der hat keine Ahnung von Network Marketing. Der Dogan kann nicht betreuen. Ja, wen soll ich denn betreuen, wenn einer nicht will? Künstlich beatmen und dann wieder loslassen, dann schläft er wieder ein? Wen soll ich denn betreuen? Ja, also auch das, ne, der Dogan ist knallhart, der geht über Leichen. Welche Leichen? Ja, welche Leichen? Ja, ich bin vielleicht ein bisschen selbstbewusst. Ich sage, du, wenn du nicht willst, dann willst du nicht, alles klar. Sie sind doch zum Teil, einige von Ihnen sind doch schlimmer wie ich. Einige sind doch viel, viel schlimmer wie ich. Ja, und ich bin da noch einfach hart, aber irgendwo herzlich noch dabei. Ich sage, du, wenn du Geld verdienen willst, mach das und das. Wenn du nicht willst, lass mich in Ruhe.
Lass mich in Ruhe, stör mich nicht. Ja, also das. Aber ich habe jemanden nicht in den Stich gelassen. Ich habe jeden sogar in die Hand. Diese großen Orgelleiter, die können das so nicht erzählen. Mit jedem habe ich die Hand genommen. Jeden habe ich in die Hand genommen, bin durch die Stadt gelaufen, habe ihm sogar Geld geliehen, habe wirklich alles eins zu eins gezeigt. Andere haben danach versucht, denen was beizubringen. Die Schule, die habe ich dem beigebracht. Und wer diese Schule verlässt, und ich verfolge das, kommt nicht mehr weiter. Wissen Sie warum? Network Marketing funktioniert so. Das, was im Kopf abspielt, so fühlst du und so handelst du. Und wenn du schon im Kopf falsche Arbeitsweisen hast, falsche Denkweise hast, dann handelst du auch falsch. Ja? Das heißt, das, worauf sie sich fokussieren, das fühlen sie und so handeln sie. Und wenn sie den Fokus falsch haben, ist der Rest automatisch, nämlich sie handeln falsch. Das heißt, sie müssen den richtigen Fokus haben und einige hatten mehr den Fokus mit Dingen, die nichts bringen. Ja, da komme ich zum Punkt Verkaufshilfen. Ich würde mich zusätzlich die Taschen voll machen mit Verkaufshilfen. Ey, das ist die größte Bremse im Geschäft. Ja, Verkaufshilfen, ich bin nie der Typ dafür gewesen. Ich habe sogar damit Minus gemacht. Ich habe mich immer auf mein Geschäft konzentriert. 1400 Erstlinien macht man nicht, wenn man am Computer sitzt, wenn man Verkaufshilfen baut. So, auch da hat man mich ausgelacht. Der Dogan, der macht immer nur Erstlinien und betreut seine Leute nicht. Über die Breite kriegen sie Qualität. Ja, Breite bringt automatisch Qualität. Automatisch. Ja. Ich habe meinen Seniorpräsidenten gemacht. Auch da musste ich mir das anhören. Sogar von Leuten, die mir jahrelang ganz nah sind. Ganz nah. Ja, die Stufe habe ich doch gekauft. Die habe ich doch nicht rechtens gemacht. Und ich musste dir mal zeigen, schlimm genug, dass ich immer beweisen musste, wir haben hier korrekt gearbeitet. Ja, Seniorpräsident, sogar beim 5-Sterne habe ich schon ein paar Sachen gehört. Also was ich damit sagen möchte ist, wenn man erfolgreich werden möchte, egal als Fußballer, Politiker, Businessman, egal was, ja, dann muss man Wind abhaben können, das weiß ich. Erfolg hat immer einen Preis, das weiß ich. Bis zu einem Punkt muss man sich aber etwas gefallen lassen. Ja, ganz, wenn sie aufsteigen wollen, ist es ganz normal. Ich habe das auch bei meiner Videobotschaft gesagt. Ja, wenn ich in einer Fabrik arbeite, da gibt es auch Neider, da gibt es auch Mobbing, da gibt es alles. Also ist es normal, dass es auch bei uns, darf es nicht, sollte es nicht geben, wir müssten es eigentlich besser machen. Ne, ich habe 2010 meine Rede, weiß ich, we are LR, come on, lass uns zusammenarbeiten. Und einige haben trotzdem den gemacht und haben mich alleine gelassen. Das ist für mich nicht Teamworking. So, das heißt, es ist normal, wenn Sie aufsteigen wollen, dass Sie wirklich Gegenwind bekommen. Bis zu einem Punkt, da sollten Sie sich halt wehren. Aber Erfolg ohne Gegenwehr, ohne Probleme geht nicht. Das weiß ich, also ich will nicht jammern. Das ist ganz normal, wenn man hochkommen will. Und LR bezahlt es ja auch, wir nennen das ja auch zum Teil Schmerzensgeld. Aber Geld ist nicht alles. Geld darf nicht immer alles sein. Und gerade im Network Marketing, ja, wir reden über Internet, über Katalog, alles, aber Nummer eins im Network Marketing ist der Mensch und in den müssen wir investieren. Das ist das Allerwichtigste. Also ich lasse mal diesen Blödsinn, die Liste ist sehr lang und das lasse ich mal. Ich gehe lieber in den positiven Teil rüber. Was kann ich, weil ich überlege, es sind auch 99,9% Partner dabei, die wirklich nach vorne kommen wollen, die was lernen wollen, die vielleicht sagen, Mensch, ich höre jetzt mal, was weiß ich, den Holger Kunert, den Ilhan Dogan, ich möchte Tipps mitnehmen und ich muss niemandem mehr was beweisen. Ab jetzt ist mir eh alles fast egal. Ich habe alles erreicht, ich habe alles bewiesen und ich werde mich Dingen widmen, die mich total heiß machen oder ich gehe in Rente und genieße Dinge, die ich jahrelang für keine Zeit hatte. Oder jemand macht mich total heiß, dann gehe ich ans Netz. Ansonsten glauben Sie mir, ich weiß so viel Lifestyle, man kann so viel machen, die ich jahrelang nicht gemacht habe. Und das ist auch nicht schlimm. Also ich bin da und ich habe immer so letzte Nacht so ein Ding für mich ausgedacht. Wenn einer zu viel redet, werde ich sagen, don't speak too much, give me 5. Ja, also... Das ist so mal der Punkt. Auch mal zum Erfolg. Herr Abend hat gesagt, ich bin fast 20 Mal umgezogen. Wissen Sie, warum ich das erzähle? Diese Respektlosigkeit zum Teil, als wenn der Erfolg zu einem fliegt oder als wenn ich mit LR so Kaffee trinken gehe und die geben mir 3 Sterne.
Ja, ich bin 20 Mal umgezogen. Wissen Sie, was das heißt? Einige schaffen es nicht mal eine Woche in einer Stadt Fremdkontakte zu machen, weil sie Heimweh haben, weil sie sich alleine fühlen oder weil sie das Geld nicht haben. Ich bin 20 Mal fast umgezogen. Jedes Mal habe ich Freunde liegen gelassen. Jedes Mal bin ich bei Null angefangen. Ich habe mir ein Bett geholt, was 1,50 Meter nur ist, dass ich mit den Beinen nicht mal richtig schlafen kann. Ich habe die Gardinen aufgemacht, dass die Sonne in meine Augen scheint, dass ich aufstehen kann und wieder arbeiten muss. Ich habe auf meinen Anrufbeantworter selbst gesprochen. Ilan, du packst das, du schaffst das, weil ich niemanden hatte, mit dem ich reden kann, weil niemand mich verstanden hat. Das ist mein Erfolg gewesen. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, ne, zum Thema I love my company. Ich war todmüde, Autobahn runtergefahren. Das kennen nicht nur ich, auch meine Kollegen, die hier ganz erfolgreich sind. Die kennen das. Ja, und dann bin ich ran und dann wollte ich eine halbe Stunde schlafen, todmüde. Dann sehe ich, die Geschäftsleitung ruft mich an. Ich habe einen auf wach gemacht, um bloß meiner Firma nicht Schwäche zu zeigen. Also ich wollte meiner Firma zeigen, guck mal, ich kämpfe mit euch. Ich bin dabei und nicht, ich schlafe. So habe ich LR betrieben. Ich habe gesagt, die in Aalen, die reißen sich den Arsch auf. Ich muss meinen Arsch aufreißen für die. Ich übernehme Verantwortung für deren Job. Aber die müssen Verantwortung für meine Zukunft und die Zukunft unserer Berater übernehmen. So habe ich LR kennengelernt. Und das ist meine Philosophie über Network Marketing. Ja, oder ich weiß noch an meinen Golf, werde ich nie vergessen, damit sie mal sehen, wo der Erfolg herkommt, in Richtung Kassel A7, da geht die Autobahn so hoch, viergleisig, und ich hatte kein Geld, ich hatte einen Golf. Und ich war auf dem Weg nach Beckum, ein Opel Calibra abholen, und da habe ich mich gefreut und dann fahre ich so und diese ganzen LKWs hupen da und haben mich ganz nach rechts geschoben. Das war so erniedrigend und ich habe mir wirklich laut im Auto geschworen, ich werde irgendwann ganz links fahren. Ja, ich werde irgendwann ganz links fahren und das war aber noch nicht zu Ende. Und dann fahre ich Richtung Hamm, Beckum und meine Motorhaube ging hoch, weil wenn ich über 70 hatte, ist die Haube immer hochgeflogen. Und ja, das war, verstehen, das ist nicht so witzig, weil die Leute fahren ha, ha, ha und lachen und dann hast du weiter und sagst, egal, dann kommt die Polizei und sagt, ey, runter von der Autobahn. Ja, dann hat die Polizei mich von der Autobahn runtergeholt und dann habe ich gesagt, nein. Und dann bin ich zur Werkstatt, hat er gesagt, Sie können mit dem Wagen nicht auf der Autobahn mit 70 km/h. Ich sage, bitte machen Sie Draht, und der muss halten. So, und dann bin ich wirklich bis nach Hamm durchgekommen und habe mein Calibra geholt. Und da wusste ich, es geht alles, wenn du willst. Und wissen Sie, wo ich das gelernt habe? Ein Schicksal, was viele meiner Berater wissen das. Und falls meine Berater wissen das, die mit mir Kontakt haben und es nicht verheimlichen, sondern ja, und zwar habe ich irgendwann, wissen Sie, vor 12, 13 Jahren, da hat mein Bruder einen Verkehrsunfall gehabt, ist querschnittsgelähmt geworden. Und ich ziehe immer aus Dingen Lehren. Und dann habe ich den Arzt genommen, habe gesagt, wie sieht's aus mit meinem Bruder? Wird er irgendwann laufen können? Und hat er gesagt, nein, Ihr Bruder wird höchstwahrscheinlich nie wieder laufen können. Und das ist auch, was ich meine. Erfolg ist nicht nach oben. Wissen Sie, was Erfolg ist? Wie oft Sie im Leben aufstehen. Das ist Erfolg. Wenn Sie aufstehen, ja, wenn die Sonne scheint, alles ist toll, Erfolg ist easy. Aber richtig Erfolg ist an der Anzahl, wie oft sie aufgestanden sind. Das ist wichtig. Auf jeden Fall habe ich dann den Arzt gefragt und er sagte nie. Und er sagte, aber Ihr Bruder soll nicht vergessen, seinem Gehirn zu sagen, dass er sein Bein bewegen soll. Weil wenn das Gehirn es verlernt und wir haben irgendwann den Durchbruch mit der Medizin, klappt es nicht. Und da habe ich verstanden, dass alles nichts ist, nur das Gehirn. Gehirn ist ein Muskel wie Beine, Arme. Und die meisten Menschen trainieren ihr Gehirn nicht. Was meinen Sie, warum ich alle Probleme bewältigt habe? Weil mein Muskel im Gehirn so trainiert ist. Ich bin wie eine Maschine, ich bin wie ein Tier. Ja? Ja, das heißt, ich kann mich programmieren auf etwas, um nicht unnötige Energie zu verlieren. Und viele hätten längst aufgegeben, das war auch das Ziel.
Ilan Dogan out, Ilan Dogan dies. Und ich hatte aber immer die richtige Technik. Eins, der Glaube an Gott, Böses nicht mit Bösem vergelten. Das kann schon mal nicht funktionieren. Sondern auf das Richtige zu fokussieren und dann da reinzugehen. Und das waren so die Sachen, die ich immer angewandt habe. Die richtige, natürlich Fleiß. Ja, ich weiß noch Seminare, da habe ich meine Hand extra die Knochen weggesprengt. Ja, da war ein Aufbauseminar abends. Ich hatte Spätschicht. Schichtwechsel wollte keiner. Krank machen hat mir keiner abgenommen. Und dann saß ich die Uhr und um 20 Uhr sollte Seminar sein. Dann dachte ich, was mache ich? Ich muss dahin. Und bei uns in der Fabrik war so, da kam Baumwolle rein und dann kam ein Faden raus. Also sehr viel Druck. Und ganz selten ging das Ding auf, ganz selten. Und dann habe ich wirklich meine Hand dahingestellt, habe meine Augen zugemacht, habe es selber losgelöst, dass es meine Hand zerschmettert, dass ich nach Hause gehen kann, habe Eisbandage gemacht und bin zum Seminar gegangen. A, Loyalität zu meinem Orgaleiter, B, für meine Partner und es geht. Ja, das soll, aber nur, dass man versteht, warum Dogan so einen Hals hat, wenn irgendwelche Klugscheißer mein Erfolg oder meine Orga in den Schatten stellen wollen. Es ist alles knallhart erarbeitet und deswegen war das für mich wichtig, dass ich mal ganz klar deutlich mache, warum ist Dogan Number One, warum ist er 5-Sterne-Präsident geworden und nicht, weil ihm das Glück zugeflogen. Ich brauche auch kein Mitleid, behalten Sie es. Ich möchte nur, dass Sie verstehen, wow, und alles ist möglich auch für Sie, wenn Sie wirklich wollen. Das war es soweit von mir. Ich wünsche Ihnen wirklich vom ganzen Herzen, dass alle Ihre Wünsche, Träume in Erfüllung gehen, gerade in schlechten Zeiten, dass Sie einen klaren Verstand haben, Ihre Kraft schöpfen, den richtigen Fokus haben und dann, glaube ich, werden Sie alles erreichen. Ihr Ilan Dogan, Dankeschön nochmal gerade an die Loyalen, die immer hinter mir standen. Danke. Dankeschön.